Guten Tag und willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 Online. Heute in Part 8 werden wir diesen Speedrun knacken. Denn ich habe herausgefunden, was man da am Ende machen muss. Klar, eigentlich logisch. Es musste ja irgendwas mit dem Panzer zu tun haben, den man am Ende noch bekommt. Und ja, es geht halt darum, den Panzer, ja, genau, gegen den Notenblock zu werfen, dann darunter herzulaufen und ins Ziel zu springen. Eigentlich easy. Keine Ahnung, wie ich das nicht gecheckt habe. Aber wahrscheinlich war es, weil ich gerade aufgenommen habe und deshalb unter Druck stand. Hinterher habe ich mir gedacht, ja, natürlich. Aber in der Aufnahme ist es nochmal was anderes. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Und hoffe trotzdem, es werden weitere solcher Level kommen. Also, klar, Speedruns immer hat man ja zu Genüge, aber ich meine solche kreativen Speedruns, wo es wirklich so ein kleiner Rätselaspekt ist, wo man wirklich eine krasse Challenge hat. So, und jetzt schauen wir uns mal diesen Typen hier an. Der... Alles klar. Was? Der hat auch die EOT-Tempel, die EOT-Dungeons nachgebaut. Also es waren nicht alle, aber zwei, glaube ich. Ja, zwei Stück. Ist auf jeden Fall nice, aber ich denke, wir werden uns nur die Musiklevel anschauen. Weil ich da Bock drauf hab. Moment. Ich glaube, das ist gar kein Musiklevel, oder? The Mole Ewoks will help. Also es ist schon ein Musiklevel, aber... Oh mein Gott, das ist mal wieder so cool. Good job. Good job. Sowas mag ich ja. Wenn es ein Theme ist, und man hinterher halt was zockt, was dazu passt. Ewoks. Hau ab. Wahnsinnsidee. Ja, Mann. Aber sowas von. Wir zerstören den jetzt. Oder wie? Hä? Ach so. Ah, die müssen da oben drauf. Oh, cool. Ja, Mann. Ist auf jeden Fall feierbar. Damit meine ich nicht diese Feuerstangen aus den Mario Bros. Castles. Komm schon, einer muss es doch schaffen. Jetzt aber. Und sie haben uns hier ein Loch gesprengt, damit wir schön easy durchkommen können. Run.
Alter. War's das schon? Ach so. Ich mache auch mal wieder die Kommentare aus. So. Das ist jetzt Darth Vader. Oder wer ist das? Naja, könnte auch der Imperator sein. Hau ab. Jawohl. Ach so, nee, da kommen wahrscheinlich nur Feuerblumen raus. Hier ist die Schlüsseltür, die wir gesucht haben. Ja. Ach, noch ein Bossfight? Sag mal, was hat denn der alles gemacht? Oh ja. Na gut. Dafür kann ich natürlich jetzt nichts. Hier hinten ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ich nicht wirklich weiß, was genau das darstellen sollte. Aber es war mal wieder mega geil. Warum drei? Als im... Nee. Hat er von mehrere... Ja, er hat davon mehrere Level erstellt. Ah, okay, ja gut. Darth Bowser's Revenge. Alles klar. Oh. Direkt den Helm ver... Na. Alter. Was mache ich? Würdest du die Fireflowers nicht geben, ne? Ich wäre so am... Ne? Ja, ich nämlich. Ich wäre so am Arsch. Weil ich mich gerade einfach komplett blöd anstelle. So, und man muss das Ding sogar hier nehmen. Wird mal wieder knapp. Ja, natürlich lasse ich mich treffen. May the Force be with you. Oder wie? Anscheinend. Hä? Ah, jetzt. Yoda. Okay. Ich war mir sicher, da oben kriegt man einen, da oben ist einen Koopa, den man runterwerfen kann. Alter. Gut ausgewichen nochmal. Aber der Level hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen.
Da sind deine anderen schon besser. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt zu spielen. Machen wir stattdessen mal lieber das. Weil ich glaube, Mario Wars 3 ist halt so eine ultimative Version und ist jetzt ein bisschen schade. Weil das halt nicht mehr getoppt werden konnte. Aber was soll's. Den werfen wir aus seinem Auto. Ist klar. Und überfahren direkt den. Kennt man. Ach, hier ist die Bank. Die wir jetzt überfallen müssen. Ach so, stimmt. Wir brauchen einen Schlüssel. Item Shop, P-Switch, Sterne. Wir gehen einfach mal in das erste Haus rein. Hier erschießen wir jeden. Alles klar. Na gut. Und gehen ins nächste Haus. Komm, mach. Oh. Die schießen aber zurück. Aufpassen. Hier kommt. Achso, stimmt. Man. Ah, man hat ja den Long Jump. Wollte einen Spin machen. Über die, Feuerkugel. So. Nein, was? Alter. Was machst du, Mario? Na. Ah. Toll. Da hätte ich mich dann auch direkt treffen lassen können. So, kriegen wir nochmal ein Power-Up? War sowas von. Alter, was? Ich glaube, wir müssen sogar den hier nehmen. Obwohl, wir können auch, glaube ich, die Katze nehmen. Aber was? Ach, Moment, da war ja eine Schlüsseltür, ne? Ja, hier war eine Schlüsseltür. Wo sind denn die restlichen Münzen? Moment. Ja, natürlich. Nein, was machst du, Mario? Na komm. Okay, nice. Und die letzte ist dann hier, nehme ich an. Jawohl. Aber wir überfallen trotzdem noch die Bank. Obwohl, Moment, Moment, Moment. Kommen wir wieder zurück? Ja. Ich glaube nämlich, der ist so fies. Und hat das so gebaut, dass man diese Münzen hier braucht. Und wenn nicht, dann... nachbauen. Komm.
Alter, es dauert aber auch lange. So. Jetzt aber. Hat ja auch lang genug gedauert. Und jetzt überfallen wir die Bank. Diese geile Musik da einfach bei. Okay, bin mal gespannt. Okay, der hat das nicht fies gebaut. Hätte ich aber gedacht, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, wir brauchen zwingend die Münzen. Na. Oh nein. So. Dann überfahren wir sie halt. Nice. Naja, also, geile Idee. Nice Umsetzung. Ich find's gut, dass er halt noch die Red Coins platziert hat. Sonst wär's, denke ich, nicht genug gewesen, um den ganzen ein Like zu geben. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit übrig. Heißt für mich, wir schauen mal in neu rein. Sorry, aber das muss ich mir unbedingt anschauen. Was, hat noch niemand... Es hat noch niemand gespielt? Okay. Ja, Mann. Chillig. Oh. Da bekomme ich direkt wieder Bock auf Minecraft. Vielleicht so Vanilla Plus. Nicht so ein riesiges Modpack. Weil Vanilla, na, ich finde, ist ein bisschen zu lame. Mittlerweile zwar schon ziemlich cool mit dem Wasser-Update und was es da nicht alles gab. Und in Gletschern, glaube ich, auch. Aber so mehr Bäume, mehr Biome und so weiter. Wären halt trotzdem nice. Hä? Ich dachte, das hätte noch niemand gespielt, oder... Hat das gerade jemand gezockt, während ich da zugange war? Hä? Alles klar. Okay. Scheinen wohl noch mehr Verrückte um 2 Uhr Super Mario Maker 2 zu spielen. Na gut. Evil Genius. Was ist das denn, Mann? Was ist das? Alles klar. Okay. Haha.
Okay. Ach so. Durchrennen. Okay, jetzt. Obwohl, doch. Aber man muss nur den richtigen Zeitpunkt kriegen. Jawohl. Aha, scheiße. Ja, komm. Wobei die Level-Idee ganz geil ist eigentlich. Es ist halt einfach hardcore schwer. Aber das sind auch so die Level, die ich mag. Stimmt. Man muss da vielleicht vorher abbremsen. Das kann natürlich ganz gut sein. So. Jawoll. Jetzt haben wir's. Oder ein Teil halt. Oh. Das ist böse. Aber ich denke, da weiß ich schon, wie wir das hinkriegen. Ja, wobei, wir sind wieder über der Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriege. Aber mal schauen. Jawohl. Können wir hier vielleicht? Ja, können wir. Okay, das wäre ganz geil, hier erstmal frei zu machen. Das ist halt jetzt echt ein bisschen Glück. Bis man dann vielleicht irgendwann dazu kommt. Ja. Ah, nice. Okay. Ich dachte, er wäre so böse. Aber anscheinend ist es eher ein Challenge. Oh mein Gott. Ein Challenge-Level anstatt ein Troll-Level. Nice! Also ich fand das geil. Es war zwar ziemlich schwer, aber es war mega nice. Good job. THC Wizard, Alter. So sieht der Level auch aus. Blooper Sitter Rock. Ich denke, den schauen wir uns noch an.
Komm. Hä? Ein Weltrekord? Ich meine, ist doch wohl klar, wenn man als erster ein Level abschließt. Oder täusche ich mich da irgendwie? Naja, egal. Kleidung ändern. Ah, der Röhrenhut. Nice. Ich finde das tatsächlich nice. Mit Bowser Juniors Lätzchen dabei. Totenkopfrock. Blooper Sitterrock. Ah, sogar mit Animation. Nice. Ziehen wir uns einfach mal die Jeans an und ja. Ja, es sieht doch ganz nice aus eigentlich. Moment, hier unten ist noch was. Unterhemd. Mauritius Hemd. One-Up Hoodie. Oh, der ist cool. Der ist cool, den behalte ich an. Ja. So ist das doch eigentlich ganz geil. Alles klar. Das war auch mal eine erfolgreiche Runde Super Mario Maker 2. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Ciao und bis dann.